Ja, mein Name ist Jörg Rummel, ich komme vom NABU Stadthagen, bin jetzt seit 6 Jahren etwa im Verein und habe diverse Vorstandsämter, die ich bekleide. Und das Wichtigste ist mir natürlich rauszugehen in die Natur und hier für die Natur, für den Naturschutz etwas zu tun. Ein besonderes Anliegen sind für mich Streuobstwiesen und ökologische Landschaftspflege. Streuobstwiesen sind ganz, ganz wichtige Biotope, die wir erhalten müssen. Wir haben ca. 90% dieser Flächen verloren in den letzten 20 Jahren. Und deshalb gilt es und ist es ganz, ganz wichtig, dass wir diese Flächen wieder neu aufbauen und neu gestalten. Ökologische Landschaftspflege ist deshalb ganz, ganz wichtig, weil wir heute Flächen nicht so bewirtschaften, wie es eigentlich sein müsste. Es geht immer darum, ganz viel Grün in kurzer Zeit wegzumachen. Es wird geschlägelt. Wir haben die Situation, dass wir durch das Schlägeln ganz viele Tiere zerstören, dass letztendlich die ganze Vegetation zerstört wird und wir eine Art Mulch produzieren, der dann letztendlich verhindert, dass Blühpflanzen keimen können. Und durch dieses Mulchen haben wir auch eine wahnsinnige Anfettung des Bodens, sodass da meistens später nur noch Gras wächst. Wir machen ökologische Landschaftspflege, das heißt, wir mähen die Flächen mit einem Balkenmäher in einer Höhe, in der wir keine Tiere zerstören. Wir haben ökologisch sinnvolle Mähmethoden, sodass die Tiere auch ausweichen können. Und was das Wichtigste ist, wir tragen hinterher das Mähgut ab. Das heißt, wir haben diese Vermulchung nicht, wir haben die Anfettung des Bodens nicht und haben daher die Möglichkeit geschaffen, dass Blühpflanzen auf den Flächen entstehen können. Und das ist unser Ziel. Und das ist unser Beitrag für den Naturschutz. Ja, Streuobstwiese bedeutet nicht nur, dass wir Bäume alter Sorten haben, sondern das bedeutet auch, dass wir die Flächen weiterentwickeln. Hier haben wir zum Beispiel einen Imker gewinnen können, der hier seine Bienen aufstellt. Das heißt, wir haben hier auch Tiere für die Bestäubung und wir werden auch andere Dinge machen. Wir werden hier Ecken schaffen für Amphibien. Wir schauen ganz genau, welche Tiere sich hier ansiedeln. Wir werden Misthilfen aufbauen und so werden wir die Fläche Streuobstwiese auch immer weiterentwickeln. Ja, warum bin ich beim NABU? Ich bin beim NABU, weil ich hier die Möglichkeit habe, Naturschutz zu betreiben. Wir alle wissen, was auf uns zukommt in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, was unsere Kinder von uns als Erbe erhalten werden, was die Natur angeht. Und mit dem NABU habe ich die Möglichkeit, mit netten Kolleginnen und Kollegen Naturschutz zu betreiben, rauszugehen, eine schöne Gemeinschaft zu pflegen und wirklich auch tolle Zeiten zu erleben.